Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Kaya Singemari von Heart to Heart, so heißt mein Projekt, das ich hier auf YouTube und auf Facebook habe, auf Instagram auch. Ich komme zurück mit einem deutschen Video, unter anderem, dieses Video wird es in Deutsch, Französisch und Englisch geben, über das richtige Tragen von Masken. Alle, die mir folgen, wissen, dass ich eher kritisch und skeptisch diesen ganzen Maskentragen und allem, was im Moment auf der Welt so vor sich geht, gegenüberstehe. Und ich habe es tatsächlich mit einem interessanten Phänomen zu tun. Ich lebe ja in Südfrankreich und ich habe in diesem Sommer von der französischen Regierung direkt ein Päckchen bekommen mit 6 Masken und eine Gebrauchsanweisung darin. Und in dem Moment habe ich gedacht, wow, die französische Regierung sorgt hier wirklich für ihre Bürger. Alle haben das bekommen und habe dann sehr schnell herausgefunden, dass in meinem Umkreis niemand außer mir dieses Päckchen bekommen hat. Ich weiß, dass meine Nachbarn Einladungen hatten, sich im Rathaus 2 Masken pro Person abzuholen und das auch gemacht haben. Das sind die gleichen Masken. Aber niemand hat dieses Päckchen mit 6 Masken zugeschickt bekommen, nur ich. Warum ich? Gute Frage. Auf einem ganz praktischen Niveau weiß ich es bis heute nicht, warum ich dafür ausgewählt wurde. Ist es, weil ich als Filmschaffende viel reise? Ist es, weil ich Ausländerin bin, Immigrantin? Ich weiß es nicht. Was mir dann aber kam, ist, nachdem ich diese Gebrauchsanweisung gelesen habe, dass ich diese Masken bekommen habe, um eine Botschaft zu verkünden, nämlich, wie man Masken richtig trägt. Ich habe jetzt schon ein französisches Video aufgenommen. Ich werde jetzt eins auf Deutsch aufnehmen. Ich habe hier verschiedene Utensilien um mich herum, die nach und nach auch ins Spiel kommen werden, da es nicht nur eine Maske braucht, um eine Maske zu tragen, sondern einiges mehr. Angefangen damit, dass man sich natürlich die Hände wäscht, bevor man die Maske anfasst oder desinfiziert. Ich habe hier verschiedene Seifen, hier so einen Seifenspender, den ich ganz hübsch finde. Dann kann man natürlich auch so einen Seifenspender kaufen oder eine schöne französische Lavendelseife verwenden. Und dann gibt es diese Desinfektionslotion in den Tuben. Ich habe keine Tube, ich habe hier so ein Spray zum Desinfizieren. Und das werde ich jetzt natürlich benutzen, bevor ich die Maske auspacke. Beziehungsweise die Gebrauchsanweisung. Die Maske packe ich erstmal noch nicht aus. Nach bestem Gewissen und Wissen übersetze ich den Text wörtlich, ohne was zu verändern, dazuzufügen oder wegzulassen. Diese Masken haben eine garantierte Filtration und sie sind getestet für 20 Wäschen. Note d'utilisation heißt Gebrauchsanweisung, Warnung. Um ihre Gesundheit zu schützen und die von anderen, ist es sehr wichtig, diese Gebrauchsanweisung wirklich zu befolgen. Tragen Sie die Masken immer, wenn Sie in Kontakt mit anderen Personen sind, außer mit denen, mit denen Sie unter einem Dach leben. Stellen Sie immer sicher, dass die Maske wirklich gut sitzt und Ihren Mund und Ihre Nase verdeckt. Wobei ich später noch dazu komme, dass man sie nicht mehr anfassen sollte, was ich vorher immer gemacht habe, einmal, wenn sie am Gesicht ist. Achtung, wenn Sie krank sind, diese Maske ist nicht wirkungsvoll. Suchen Sie dann bitte einen medizinischen Ratgeber auf. Diese Maske ist nicht für Pflegepersonal geeignet. Und diese Maske ersetzt natürlich auch nicht alle weiteren Schutzmaßnahmen, wie sich die Hände regelmäßig zu waschen, soziale und physische Distanz einzuhalten, eine Reduktion von Kontakten mit anderen. Und es braucht zusätzlich zu dieser Maske nicht nur sie zu tragen und dann aber direkt sich an jemanden zu kuscheln, sondern natürlich auch dann weiter den Abstand zu halten. So. Wie trägt man diese Maske? Bevor man sie trägt. Nummer 1. Bevor Sie die Maske berühren, waschen Sie sich die Hände mit Seife und Wasser oder einer desinfizierenden hydroalkoholischen Lotion. Ich wasche mir jetzt mal die Hände. Ich habe hier alles. Nehme ein bisschen Seife. Ich habe hier Wasser. So.
ein Handtuch, was natürlich auch sauber sein sollte und nicht schon wieder drauf kommt, im Bad und von allen möglichen Menschen benutzt. Zweitens. Untersuchen Sie die Maske und gehen Sie sicher, dass keine Löcher oder keine Fehler da drin sind, irgendwas. Ich nehme jetzt mal die erste Maske raus und ich weiß schon, man darf sie nur an diesen Seitenbändern halten. Und ich will mal gucken, ich würde sagen, diese Maske hat keine Löcher. Drittens, es ist wirklich vorteilhaft, die Maske auf der nackten Haut zu tragen und den Kontakt mit den Haaren zu vermeiden, was ich relativ schwierig finde. Viertens, verändern Sie niemals die Position der Maske, wie auch immer sie sitzt, wenn sie einmal sitzt. Jetzt werde ich sie gleich aufsetzen. Ich versuche deutlich zu sprechen, um sie aufzusetzen. Erstens, halten Sie die Maske bei den elastischen Bändern. Zweitens, platzieren Sie sie auf Höhe des Mundes. Drittens, platzieren Sie die elastischen Bänder hinter den Ohren. Ich muss ein bisschen nachdenken zum Übersetzen. Jetzt habe ich meine Haare berührt, was bedeutet, ich werde mir natürlich ganz schnell wieder die Hände desinfizieren. So. Kann ich richtig sehen, ja? Interessant. Viertens, Sie dürfen die Maske ein bisschen noch in seinem Platz verändern, in einer Art und Weise, mit zwei Fingern. Ich werde das mal zeigen, das weiß ich nicht so ganz so zu überlegen. Also zwei Finger, die man so auf die Nase packen kann hier. Ich werde das mal machen, weil ich mit dem linken Auge nichts sehe im Moment. Also nehmen wir diese beiden Finger und modifizieren ein bisschen, wie die Maske sitzt. Fast besser. Gehen Sie sicher, dass sowohl Nase, Mund als auch das Kinn bedeckt sind. Während Sie die Maske tragen, erstens, vermeiden Sie sie zu berühren oder zu verschieben. Zweitens, jetzt zeige ich was man niemals machen sollte. In einer Warteposition sollte man sie niemals auf die Stirn ziehen. So, das niemals machen oder am Kinn. Dann auch schon wieder die Haare berührt. Schnell die Hände desinfizieren. So. So, jetzt habe ich schon ein Problem. Jetzt rutscht sie hier. So sollte es nicht sein. Man sollte die Maske austauschen. Erstens, wenn Sie sie mehr als 4 Stunden getragen haben, rutscht sie. Zweitens, wenn Sie essen oder trinken möchten. Drittens, wenn es schwierig wird zu atmen. Fünftens, wenn die Maske feucht ist. Sechstens, wenn die Maske beschädigt ist. Und siebtens, wenn die Maske sich verformt hat und nicht mehr so richtig in Ihrem Gesicht sitzt, wie das bei mir jetzt der Fall ist. Um sie abzunehmen, waschen Sie sich die Hände mit Wasser und Seife oder einer hydroalkoholischen Lotion. Ich wasche mir nochmal die Hände. Ein bisschen Seife. So. Zweitens, nehmen Sie die Maske bei den Seitenbändern, um sie von Ihrem Gesicht zu nehmen. Drittens, wenn die Maske auf die Wäsche wartet, sollte man sie isolieren in einem Plastikbeutel. Und ich habe hier so ganz formidable Gefrierbeutel gekauft. Das ist eigentlich in so einem Supermarkt, die so eine Art Reißverschluss haben. Da tue ich die jetzt rein und isoliere sie, solange sie auf ihre Wäsche wartet. So, oh Gott, meine Haare berührt.
Wenn die Maske sich verformt hat oder auch schon zu sehr benutzt ist, dann sollte man sie direkt in den Mülleimer werfen. Fünftens, um das zu beenden, waschen Sie sich wieder die Hände mit Wasser und Seife oder einer alkoholischen Lotion. Wie behandelt man die Masken im Allgemeinen? Bevor man dieses Paket öffnet, wenn Sie es lagern wollen, dann in seiner Originalprotektionsverpackung, in einem Aufenthalt, der nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist und trocken. Mit einer Luftfeuchtigkeit von maximal 75% und einer Temperatur zwischen minus 2 und plus 25 Grad, damit diese Maske auch wirklich all ihre Schutzeigenschaften behält. Um sie zu waschen. Erstens, Sie dürfen die Maske in der Maschine waschen mit Waschmittel. Wählen Sie ein Programm, das mindestens 30 Minuten lang ist und mindestens 60 Grad. Sie dürfen sie auch mit anderer Wäsche zusammenwaschen. Zweitens, nachdem Sie die Maske, also die dreckige Maske, berührt haben, waschen Sie sich bitte die Hände mit Wasser und Seife oder einer alkoholischen Lotion. Drittens, diese Maske ist getestet für 20 Wäschen. Nach 20 Wäschen gibt es keine Garantie mehr, dass die Maske ihre Filterfunktion aufrechterhält, wie vor diesen 20 Wäschen oder während der 20 Wäschen. Wenn die Maschine fertig ist, nehmen Sie die Maske raus, ziehen Sie sie in Form, aber nicht mit zu viel Kraft. Nach der Wäsche lassen Sie diese Maske niemals an der frischen Luft trocknen. Ausrufungszeichen. Wieder. Zweitens, Sie können die Maske in ihrer Totalität, also alle Schichten, müssen gleich trocken sein, in einem Wäschetrockner trocknen. Ich persönlich habe keinen Wäschetrockner, aber für diesen Fall gibt es andere Vorschläge. Für den Wäschetrockner ist es sehr gut, wenn Sie regelmäßig natürlich das Sieb reinigen und auch desinfizieren. Was aber auch geht, ist die Maske mit einem Föhn zu trocknen und dafür muss man sich einen Ständer besorgen. Den habe ich mir hier zurechtgebaut. Ich sehe das Bild. Der natürlich desinfiziert werden muss. Ich hänge jetzt mal, um zu zeigen, wie das geht, die trockene Maske. Ich will aus dem Wasser rausnehmen, an diesen Ständer mit einer desinfizierten Wäscheklammer. Dann habt ihr auch einen Föhn. Das ist also eine andere Methode, wie man die Maske trocken föhnen kann. Dauert vielleicht ein bisschen. Ist auch, sie trocken zu bügeln. Da ist hier angegeben, oder mit einem Vapeur zu trocknen, bei einer Temperatur zwischen 120 und 130 Grad. Der Thermostat sollte auf der Position zwischen 1 und 2 sein. Ich persönlich habe ein Bügeleisen aus den 60er Jahren von Rowenta, mit dem ich sehr glücklich bin, was aber weder eine Position 1 noch 2 hat, noch einen Thermostat. Also ich habe keine Ahnung, wann wie viel Grad sind. Für mich bleibt also nur die Möglichkeit mit dem Föhn. Wenn die Maske trocken ist, lagern Sie sie in einem Plastikbeutel, der hermetisch abgeriegelt ist. Also da kommen auch wieder diese Beutel zum Tragen. Sicherheitshinweis. Diese Maske hat eine Efficacité, also eine Effizienz der Filtration über 90% für die Partikel von 3 Mikron, Mikronen, Makronen, ausgestoßen bei der Person, die die Maske trägt. Die Atmungsaktivität der Maske wurde gemessen als unter 96 großes L.M-2.S-1 und erlaubt damit eine Tragelänge von 4 Stunden.
Jetzt gibt es hier noch als letztes ganz für mich eine Tabelle, die hilft zu zählen, wie oft und wann man welche Maske getragen hat. Diese Maske darf 20 Mal gewaschen werden. Das heißt, man kann sie 21 Mal benutzen. Um dem Träger zu helfen, einen Überblick zu behalten, welche Maske wann, wie und wie häufig getragen wurde, gibt es hier eine wirklich ganz tolle Tabelle. Die zeige ich mal. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Jetzt kommt die Sonne. Hier sind die Maske 1 bis 6 und da sind die Tage 1 bis 21 und man kann dann kleine Kreuze machen. Ich denke, sowas kann man sich auch selber herstellen. Also wenn Sie jetzt in anderen Ländern sind und das nicht so bekommen, dann kann man sich so eine Tabelle auch mit Excel ganz schnell selber erstellen. Die Sprache dieser Gebrauchsanweisung ist Französisch. Der Typ der Masken hat die Spezifikation AFNOR SPEC S76-001 Doppelpunkt 2020. Die Referenz des Produktes ist SCFM01.B und die Anzahl der Masken in jedem Sack sind 6. Also ich hoffe, dass dieses hilfreich ist, dass Sie jetzt auch wissen, wie man eine Maske richtig trägt. Für alle weiteren Fragen bin ich nicht zuständig, da müssten Sie sich an die französische Regierung wenden. Ich kann nur wiedergeben, was dieses doch sehr ausführliche Papier, diese Gebrauchsanweisung, mir erklärt hat. Und ich wünsche Ihnen, ich denke jetzt in diesem Moment hier in Frankreich gehen die Zahlen wieder hoch. Ich habe das Gefühl, auch weltweit, hier die Regeln werden wieder verschärft. Es ist ein sehr, sehr guter Moment, um diese wichtige Information in die Welt zu geben. Hiermit in die deutsche Welt. Ich werde das Video gleich auf Englisch auch noch machen, denn das sollten ja alle erfahren. Wir müssen uns ja schützen. Ich wünsche alles Gute. Ich hoffe, Ihnen, euch ist jetzt klar, wie man so eine Maske trägt. Und wir sehen uns wieder auf diesem Kanal mit anderen Videos zu anderen Themen. Alles Gute, Kaya.